Das ist das Pocophone F1, ein Smartphone, welches das High-End-Segment ordentlich durchgerüttelt hat. Warum? Wegen dem Preis. In Indien bekommt man das Handset ab 270 Euro, bei uns ab 320 Euro. Und dafür bekommt man ein wahres Specs-Feuerwerk geboten, unter anderem einen Snapdragon 845. Doch wie gut ist das Pocophone F1 wirklich? Sehen wir es uns an. Das Pocophone F1 wurde mir für den Test von Gearbest zur Verfügung gestellt. Einen Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Nur um das gleich klarzustellen, Pocophone ist kein neuer Hersteller. Pocophone ist eine neue Marke von Xiaomi und daraus macht man auch kein Geheimnis, denn auf der Rückseite findet man einen entsprechenden Vermerk. Klar ist aber, dass auch Xiaomi nicht zaubern kann. Um also ein derart günstiges Smartphone mit High-End-Qualitäten realisieren zu können, muss man an einigen Stellen den Rotstift ansetzen. Und ihr seht es wahrscheinlich schon, das Design ist eines dieser Stellen. Wer auf Metall, Glas oder beides nicht verzichten will, der ist hier falsch. Das Pocophone F1 besteht nämlich komplett aus Polycarbonat. Wer aber damit leben kann, der wird trotzdem glücklich sein, denn an der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen. Und ganz ehrlich, die Optik ist schon auch alles andere als hässlich, wobei mir persönlich die Rückseite mit den rot umrandeten Kamerasensoren besonders gut gefällt. Mit seinen 8,9 mm liegt das Handset gut in der Hand und ist mit seinen 182 Gramm kein Leichtgewicht, aber auch nicht allzu schwer. Die Front erinnert stark an das Xiaomi Mi 8, denn auch hier finden wir die recht breite Notch. Die Bezels sind etwas dicker, was vor allem für den Rand unter dem Display gilt, damit wirkt es von vorne etwas weniger elegant. Das Display selbst bietet eine Diagonale von 6,18 Zoll mit Full HD Plus Auflösung. Xiaomi setzt auf ein LCD-Panel, das auf den ersten Blick wirklich gut aussieht. Schöne Farben, guter Kontrast, scharfes Bild und die Helligkeit ist auch gut genug für die Nutzung im Freien, wenngleich das Panel nicht ganz an jenes vom Mi 8 herankommt. Warum also auf den ersten Blick? Nun, das Pocophone F1 leidet unter Light Bleeding bzw. Lichthöfe im Display und darüber gibt es im Netz eine ganze Menge an Beschwerden. Auch mein Testgerät ist davon betroffen und zeigt das Light Bleeding wie die meisten anderen betroffenen Geräte am unteren Displayrand. Nun ist es so, dass sich der Hersteller kürzlich zu Wort gemeldet hat und behauptet, dass der Fehler mit einem Software-Update behoben werden kann. Ich persönlich sehe diese Aussage aber sehr kritisch, denn Xiaomi behauptet, dass es sich hier lediglich um einen Gradienten handelt, der von der Software erzeugt wird. Daran habe ich allerdings so meine Zweifel, denn ich weiß, wie Light Bleeding aussieht und das hier sieht definitiv nicht nach einem Gradienten aus. Schon beim Startvorgang kann man den Lichthof sehen, was eindeutig für Light Bleeding und damit einen Hardwarefehler spricht. Am Ende muss man aber dazu sagen, dass dieser Lichthof nur bei gleichmäßig gefärbtem Display wirklich auffällt, insbesondere schwarz. Im Alltag hat mich der Lichthof deshalb nie gestört und ich denke, es wird den meisten genauso gehen. Von daher kann man über die Schwäche durchaus hinwegsehen. Worüber ich allerdings nicht so ganz hinwegsehen kann und will, ist der Touchscreen. In Sachen Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und kratzfestes Glas hakt er zwar alle Punkte ab, doch beim Tippen zeigt sich hier eine Schwäche. Schnelles Schreiben ist einfach nicht möglich. Der Touchscreen erzeugt dann ständig Fehleingaben. Ich musste mich beim Schreiben immer deutlich bremsen, um nicht ständig Schreibfehler in meinen Texten zu erzeugen, was mich persönlich echt genervt hat. Begeisterung pur habe ich dafür in Sachen Performance empfunden. Was das Pocophone F1 für seinen Preis an Leistung bietet, ist schon phänomenal. Man hat den Snapdragon 845 nicht nur lieblos in ein Plastikgehäuse geklatscht, sondern ihn mit exzellenter Softwareoptimierung und einer Vapor Chamber Kühlung beglückt. Hinzu kommt schneller LPDDR4X RAM mit 6 GB und UFS 2.1 Speicher für die eigenen Daten. Das Resultat ist eine waschechte Flaggschiff-Performance. Das F1 rennt richtig und wird dabei nur leicht warm. Massives Thermal Throttling gibt es nicht. Im Alltag macht das Smartphone damit einfach nur Spaß und dürfte die nächsten 2 Jahre mit nichts überfordert sein.
Ich sehe das Pocophone F1 auch als tolles Gerät für Nutzer, welche auf Mobile Gaming stehen und dabei keine 600 Euro für ein entsprechendes Smartphone ausgeben wollen. Die Gaming-Performance ist in der Tat auf Augenhöhe mit der von deutlich teureren High-End-Smartphones und das ist schon eine Ansage, wenn man sich vor Augen führt, dass man hier nur das Geld für ein gehobenes Mittelklasse-Smartphone auf den Tisch legen muss. Bei der weiteren Ausstattung hat das F1 auch noch ein paar Schmankerl zu bieten. Da wäre zum Beispiel ein wirklich, wirklich guter Fingerabdrucksensor. Finger drauf und schon ist das Smartphone entsperrt und das funktioniert absolut zuverlässig. Hinzu kommt dann noch ein Micro-SD-Slot, welchen man bei Snapdragon 845 Geräten für gewöhnlich nicht findet. Noch genialer ist aber, dass man das Infrarot Face Unlock vom Mi 8 eingebaut hat. Dabei wird das Gesicht von einem Infrarotlaser aufgehellt und mit einer Infrarotkamera erfasst. Das sorgt nicht nur für einen extrem schnellen und zuverlässigen Entsperrvorgang, sondern auch für die Nutzbarkeit bei Nacht. In völliger Dunkelheit lässt sich das Handset noch per Face Unlock entsperren und das sogar mit einer Armlänge Abstand. Wer sich einmal daran gewöhnt hat, will darauf garantiert nie wieder verzichten. Was die sonstigen Sensoren betrifft, ist natürlich ebenfalls alles Wichtige mit am Start. Neben den Basics gehört auch ein Gyroskop und Kompass dazu, von denen beide einwandfrei funktionieren. An die Freunde der Status-LED wurde ebenfalls gedacht, diese findet sich mittig unter dem Display ein und leuchtet in weiß auf. Der USB-Typ-C-Anschluss auf der Unterseite des Smartphones unterstützt OTG, aber kein USB 3.0. Weiter geht's dann zur Software und hier treffen wir auf MIUI in Version 9.6 auf Android 8.1 Basis mit aktuellem Sicherheitspatch. Gegner von MIUI sollten sich nicht verunsichern lassen, denn auf dem F1 läuft eine spezielle Version von MIUI mit verändertem Interface. Der Launcher hat einen App-Drawer verpasst bekommen und dieser bietet eine Sortierung der Apps nach Kategorien und eine Suche, um eine App schnell zu finden. Das Icon-Design wurde im Vergleich mit Standard-MIUI auch deutlich verändert und erinnert mehr an Stock-Android. Der Google Play Store ist vorinstalliert und natürlich auch von Google zertifiziert. Internationale Sprachunterstützung ist ebenfalls vorhanden, sodass ihr das Gerät in eurer Muttersprache nutzen könnt. Die Steuerung des Systems erfolgt wahlweise mit klassischen On-Screen-Tasten oder mit einer Gestensteuerung, die ähnlich funktioniert wie jene der aktuellen iPhones. Leichte Kritik gibt es für das Fehlen von White Wine Level 1, wobei man ganz klar sagen muss, dass dies kein selbstverständliches Feature ist, die meisten Smartphones bieten dafür keine Unterstützung. Am Mobilfunkempfang gibt es nichts auszusetzen, dieser ist, wie es bei einem Kunststoffgehäuse zu erwarten ist, exzellent und bietet auch Band 20 LTE Unterstützung. Nur auf globale Netzunterstützung muss man hier verzichten. Im WLAN funkt das Handset mit dem AC-Standard und damit 2,4 und 5 GHz, außerdem ist 2x2 MIMO mit am Start. Neben dem Router habe ich um die 400 Mbit pro Sekunde gemessen, ein Stockwerk darunter noch 80 bis 90 Mbit pro Sekunde. Unterm Strich also ein sehr guter Empfang. Bluetooth wird in Version 5.0 unterstützt und bietet eine gute Reichweite, auf NFC muss man leider verzichten. Und auch das GPS enttäuscht nicht, im Trockentest sind fast alle Balken grün und in der Praxis gab es auch keine negativen Auffälligkeiten beim Navigieren oder Tracking. Weitere Punkte sammelt das F1 dann beim Thema Audio. Das Handset bietet Stereo-Lautsprecher, wobei der Telefonhörer als zweiter Lautsprecher genutzt wird. Gemeinsam erzeugen die Lautsprecher einen deutlichen Stereo-Sound mit deutlichen Bässen und hoher Lautstärke ohne zu kratzen. Zusätzlich gibt es noch einen klassischen 3,5 mm Anschluss und über diesen erhaltet ihr einen sehr guten Klang, welcher zusätzlich per System-Equalizer und Kopfhörer-Presets angepasst werden kann. Beim Telefonieren liefert der Telefonhörer einen guten Klang mit extrem hoher Lautstärke. Auf den Werkseinstellungen fliegt einem da fast das Ohr weg. Die Gegenseite hat mich im Test stets gut verstanden und aktives Noise Cancelling gibt's auch mit dazu. Und nun kommen wir zu den Kameras. Auf der Rückseite erwartet euch eine Dual-Kamera mit 12 Megapixel Sony MX363 Sensor und f1.9 Blende sowie einem 5 Megapixel Samsung S5K5E8 Sensor. Auf der Front befindet sich eine 20 Megapixel Samsung S5K3T3 Kamera mit f2.0 Blende und ein UV7251 Sensor für die Infraroterfassung.
Ob diese auch für die Tiefenerfassung beim Bokeh-Modus der Frontkamera genutzt wird, kann ich euch nicht genau sagen, erachte es aber als wahrscheinlich, denn der Front-Bokeh-Modus arbeitet beim Pocophone F1 ziemlich genau und zuverlässig, was bei reiner Softwareerkennung für gewöhnlich nicht der Fall ist. Im normalen Modus liefert die Frontkamera schöne und detaillierte Selfies, achtet aber darauf, Face Beautify abzuschalten, da die übertriebene Weichzeichnung die Qualität verschlechtert. Bei wenig Licht schlägt sich die Kamera auch noch erstaunlich gut, ein Bildschirmblitz hält das Bild dann etwas auf. Die Hauptkamera liefert auf den ersten Blick sehr gute Ergebnisse. Farblich können sich die Aufnahmen echt sehen lassen und liefern einen sehr guten Dynamikumfang. Selbst ohne HDR-Modus schlägt sich die Kamera bei kontrastreichen Motiven und Landschaften sehr gut. Die Auslösezeit ist kurz und der Fokus sitzt stets zuverlässig. Im HDR-Modus lassen sich insbesondere bei tiefstehender Sonne äußerst stimmungsvolle Aufnahmen erzeugen. Eine Schwäche der Kamera ist aber das Abbilden von feinen Details und Strukturen. Das fällt vor allem dann auf, wenn man die Fotos auf einem großen Bildschirm betrachtet. In vielen Aufnahmen findet man dann eine gewisse Matschigkeit bzw. Unschärfe vor, welche sich teilweise zum Bildrand hin verstärkt. Das ist dann auch der Punkt, welcher die Kamera daran hindert, das High-End-Niveau zu erreichen. Der Bokeh-Modus der Hauptkamera eignet sich vor allem für Personen und Objekte mit einfachen Umrissen. Komplexe Szenen mag der Bokeh-Modus gar nicht und kommt dann mit der Kantenerkennung nicht mehr klar. Hier hat Xiaomi in der Vergangenheit häufig Schwierigkeiten gehabt und daran ändert sich auch beim Pocophone F1 nichts. Nachtaufnahmen zeigen leider ein deutliches Bildrauschen und oftmals auch eine gewisse Unschärfe. Unbrauchbar sind die Aufnahmen zwar nicht, doch an einen Xiaomi Mi 8 oder Mi Mix 2S kommen sie bei weitem nicht heran. Der LED-Blitz kann die Qualität deutlich verbessern, doch das hilft nur bei kurzer Distanz. Deutlich besser schlägt sich die Kamera mit einem Stativ- und Langzeitbelichtung. Hiermit lassen sich dann rauschfreie und sehr scharfe Fotos erzeugen und an dieser Stelle muss sich das F1 dann auch nicht mehr vor den High-End-Kollegen verstecken. Videos könnt ihr mit der Hauptkamera mit bis zu 4K-Auflösung und 30 FPS aufnehmen. Im Full-HD-Modus sind leider auch nur 30 FPS möglich. Die Qualität der 4K-Aufnahmen gefällt mir gut, der Autofokus arbeitet schnell und sauber. Leider gibt es jedoch keine Bildstabilisierung und der Rotstich, den man in allen Aufnahmen findet, missfällt mir auch etwas. Slow-Motion-Aufnahmen sind mit Full-HD und bis zu 240 FPS möglich. Die Frontkamera nimmt Videos mit Full HD und festem Fokus auf, die Qualität geht in Ordnung, Bildstabilisierung gibt es auch hier nicht. Und damit schwenken wir weiter zur Akkulaufzeit. 4000 mAh verspricht der Hersteller und damit eine richtig gute Laufzeit. Und das kann ich nach anfänglicher Enttäuschung bestätigen. Es hat ein paar Zyklen gedauert, bis der Akku die volle Leistung gebracht hat. Doch nun komme ich völlig problemlos durch 2 Tage ohne nachladen zu müssen. Beim Aufladen sitzt das F1 auf Quick Charge 3.0. Das volle Aufladen dauert damit 1/3 Stunden. Angeblich soll auch Quick Charge 4 unterstützt werden, was ich aber mangels entsprechendem Netzteil nicht nachprüfen konnte. Mein Fazit zum Pocophone F1: Das Gerät verspricht, ein High-End-Smartphone für kleines Geld zu sein und kann dieses Versprechen einhalten. Ganz klar muss man hier und da ein paar Kompromisse eingehen, um den geringen Preis zu erzielen, doch Xiaomi hat dies mit kleinen Ausnahmen wie zum Beispiel dem Touchscreen an den richtigen Stellen getan, sodass es nicht sofort auffällt. Ich empfinde das Pocophone F1 insgesamt für seinen Preis als ein äußerst stimmiges Gerät, welches zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Konkurrenz hat. Wer mit den kleinen Schwachstellen vom Pocophone F1 leben kann, der bekommt von mir auch ganz klar eine volle Kaufempfehlung. Und damit sind wir am Ende des Tests angekommen. Ich war Christopher für CMM, bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis bald.